Wissen, was es bedeutet, wenn Sie 20 Jahre verheiratet sind, Sie kommen nach Hause, die Frau schenkt Ihnen Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit und macht Ihnen was zu essen. Das bedeutet, Sie haben sich in der Tür geirrt. Ich habe zum Beispiel von meiner Frau in puncto Sauberkeit und Hygiene extrem viel gelernt. Ja. Weil als ich Single war, ey, ganz ehrlich, da sah es bei mir zu Hause aus. Ja. Boah, da waren die keine Bilder. Eine Unordnung. Bei mir wurde mal eingebrochen, um die Vorhänge zuzuziehen. Also, gucken Sie doch mal bei sich selber oder in Ihrem Bekanntenkreis. Das ist doch überall das Gleiche. Ja? Die Männer regen sich darüber auf, dass die Frauen zu viel reden. Ja? Und die Frauen klagen, dass der Mann einen Bauch hat und sich optisch gehen lässt. Ja, also die ideale Konstellation wäre im Grunde, dass ein tauber Mann eine blinde Frau heiratet. Oder wie das will sagen. Dieser Manuel, der kommt natürlich auch jetzt nicht umsonst in mein Leben. Ja, oder in unser Leben. Ja, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, unsere Ehe ist halt schon in der Krise. Ja. Also ja, wir streiten viel, gehen uns aus dem Weg. Ja. Dauernd Missverständnisse im Alltag. Du hast ein Krümel an der Backe. Die andere Seite. Im Bett, ey. Im Bett, das kannst du vergessen. Also im Radio würde man sagen, es liegen keinerlei Verkehrsmeldungen. Wobei, das ist ja in vielen Ehen so, ne? Dass es mit dem Sexuellen nicht mehr so klappt. Ich habe neulich zum Beispiel im Stern ein Ranking gelesen über die beliebtesten Stellungen nach 10 Jahren Ehe. Ne? Ja, Platz 3, beide unten. Platz 2, er kommt, sie geht. Und auf dem ersten Platz, er von hinten, sie von dannen. Ich habe jetzt in meiner Verzweiflung ja, mal Rat gesucht. Ja, bei Menschen, die Erfahrung haben mit Ehen. Ja, also Alkoholiker, Obdachlose. Und das interessanteste Gespräch war aber bizarrerweise mit einem katholischen Pfarrer. Ja, das hat mich selber überrascht, aber die haben ja viel, viel mehr Ahnung von Ehen, als man denkt. Ja. Weil die ja durch die Beichte wirklich wissen, was läuft. Ja. Und dieser Pfarrer, denn die helfen einem ja auch übrigens. Ne? Also wenn zum Beispiel ein total frustrierter Ehemann nachts um 2 rotzevoll aus dem Wirtshaus kommt, ja, und er begegnet dann dem Pfarrer, dann sagt er, kehr um, mein Sohn. Ja.